Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Noch nie ist eine Produktgruppe oder ein Sortiment von Coop so schnell bekannt worden wie unsere Produkte aus biologischem Anbau. Der Bekanntheitsgrad vom Coop Naturaplan Label, das zeigen die letzten Umfragen, liegt 2 Jahre nach der Einführung vom ersten Produkt bei 63%. Und über 40% der Konsumentinnen und Konsumenten kaufen nach eigenen Angaben mindestens einmal in der Woche Lebensmittel aus umweltgerechter Produktion ein. Die erfreuliche Entwicklung der Umsätze bestätigt übrigens das Ergebnis der Umfragen. Naturaplan Joghurt, Eier oder Milch haben hohe Zuwachsraten. Und auch Natura Beef ist auf dem Vormarsch. Immer mehr Leute bevorzugen offenbar Fleisch, das aus tiergerechter Aufzucht kommt. Dafür, dass alles mit rechten Dingen zugeht, sorgen regelmässige Kontrollen von der Vereinigung der Schweizerischen Biologischen Landbauorganisationen und der Vereinigung der Ammen- und Mutterkuhhalter. Der Schnellzug von Coop Naturaplan macht auch vor dem Coop Restaurant nicht Halt. Nach dem Birchermüsli mit biologischen Zutaten und je nach Region einem Natura-Beef kommt als nächster Schritt Gemüse aus biologischem Anbau auf unsere Speiskarte. Von Bio-Gemüsebauern aus verschiedenen Regionen beziehen wir Rüebli, Bohnen und Kohlräbli. Auch hier ist selbstverständlich wieder der VSBLO für das Einhalten der Richtlinie zuständig und garantiert mit den Knospen, dass schonend und ohne zweifelhafte Hilfsstoffe wie künstliche Pflanzenschutzmittel oder chemisch-synthetische Dünger geschaffen wird. Sofort nach dem Ernten wird das Gemüse nach neuesten Erkenntnis schockgefroren und kommt dann erntefrisch in unser Restaurant. Dort sind wiederum unsere Küchenchefs für die Weiterverarbeitung verantwortlich. Denn schliesslich soll das Gemüse ja nicht nur gesund, sondern auch gut sein. Und dass das so ist, finden Sie sehr schnell heraus, wenn Sie sich bei Ihrem nächsten Besuch im Coop-Restaurant für den Naturaplan-Teller mit Gemüse aus biologischem Anbau und einem Bio-Hamburger entscheiden. Auch für den Naturaplan-Teller gilt leider der Grundsatz «nur so lange Vorrat». Das Angebot ist im Moment noch beschränkt und wird vermutlich die Nachfrage nicht immer decken können. Zu Gast im Markenfenster haben wir heute 2 bekannte Markenprodukte. Der Anfang macht der Tartar, der Käse mit dem genialen Rezept. Wenn der Morgen noch frisch ist, ist die Lust nicht weit. Tartar ist mehr als Crème fraîche, mehr als eine raffinierte Kräutermischung, mehr als eine Spur Salz und ein Hauch von Knoblauch. Tartar, der Käse mit dem genialen Rezept. Dass trockene Babys zufriedener sind, leuchtet ein. Darum sollte man sich auch auf die richtige Windel verlassen. Jean schläft viel besser in diesem neuen Pampers. Jetzt wacht Jean auf, wenn er ausgeschlafen hat und nicht, wenn ihn seine nasse Windel aufweckt. Deshalb ist er morgens ein kleiner Sonnenschein. Dank der neuen Pampers Baby 3 Plus. Sie hält seine Haut viel trockener. Auch in meiner Kinderkrippe wachen die Babys zufriedener auf, weil sie mit trockener Haut einfach besser schlafen. Vorher ist Jean manchmal nachts mit völlig feuchter Haut aufgewacht. Die neue Pampers Baby 3 Plus hat den neuen Ultra Plus Kern. Sogar mit 20% mehr Flüssigkeit hält Pampers die Haut ihres Babys noch trockener als jede andere Windel. Jetzt schläft Jean nachts durch und er wacht fröhlich auf, weil er immer noch schön trocken ist. Die neue Pampers Baby 3 Plus. Für die trockensten, zufriedensten Babys. Im nächsten Beitrag geht es um ein ganz spezielles Fondue. Meine Kollegin aus dem Kochstudio verratet jetzt Ihnen Näheres. Das Wichtigste vielleicht gerade voraus. Im Unterschied zu einem gewöhnlichen Fondue hat sie dem Walliser Fondue geschälte Tomaten und statt mit Brot isst man es mit Herdöpfel. Für 4 Personen habe ich 800 Gramm geschwälte gemacht und 300 Gramm reife Emmentaler und 400 Gramm Greyerzer grob geraffelt. Auch bei diesem Fondue das Gaglon zuerst mit einem halben Knoblauchzehen ausreiben und den restlichen Knoblauch in Stiftchen geschnitten und einen Käse mischen. Jetzt wird es ernst. Eine Dose Pelati durch Sieb streichen, im Gaglon erwärmen und den Käse dazugeben. Ein bisschen Maizena anrühren, zur Masse geben und dann das Fondue bei grosser Hitze aufkochen. Wichtig ist, dass man dabei langsam und gleichmässig rührt. Zum Schluss mit Pfeffer, Paprika, Oregano und Salz kräftig würzen, mit einem Esslöffel Rahm verfeinern und das Gaglon mit dem Röschow sofort auf den Tisch bringen. Wie ich am Anfang gesagt habe, isst man das Tomatenfondue jetzt mit Herdöpfel statt Brotwürfel. Oder man gibt es als Portionen direkt zu den Herdöpfeln auf den Teller. Wenn Sie Ihre Gäste mit dem Rezeptvorschlag aus dem Wallis nächstens überraschen wollen, können Sie die genauen Angaben in der Coop-Zeitung nachschauen. Kirsch hat sie dem Fondue, wie wir gesehen haben, keine. Aber vielleicht offerieren sie ihren Gästen nach dem Essen ein Kirschstängeli. Die von Arni gibt es jetzt übrigens zum Aktionspreis für 7,90.
Und für diesen schönen Weihnachtsstern aus Schweizer Kulturen zahlen sie nur 4,90 €. Auch für die Spielsachen wird es jetzt langsam Zeit. Lustige Disney-Pocahontas-Puppen zum Beispiel kommen sie bei uns über für 29 Franken. Und dann noch der Preisabschlag. Eine Dose Midi-Gemüseplatte mit Champignon kostet von jetzt an 3,80 €. Mit diesen Hinweisen bin ich schon wieder am Schluss für heute. Vielleicht hat es auch etwas für Sie dabei gehabt. Besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.